Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Andacht 4.1. Ich bin Patrick Ananta Sutajo, Kali Child, und ich möchte heute sprechen über einen Vers im Buch der Sprichwörter im Kapitel 11. Und zwar ist das der Vers 23. Und da steht: Wenn du das Rechte tust, hast du nur Gutes zu erwarten. Wenn du Schlechtes tust, wird deine Hoffnung grausam enttäuscht. Also wir lesen hier in der Bibel, in der Heiligen Schrift, dass diejenigen, die das Rechte tun, dass sie Gutes zu erwarten haben. Und zwar nur Gutes. Das heißt, die Hoffnung derjenigen, die das Rechte tun und die auf den Herrn hoffen, und auf seine Verheißungen, die haben nur Gutes zu erwarten, denn der Herr verspricht, dass er seine guten Verheißungen erfüllt im Leben derjenigen, die das Rechte tun, also die nach den guten Geboten Gottes, des Herrn, handeln und verfahren. Wer aber Schlechtes tut, dessen Hoffnung wird grausam enttäuscht. Also auch der, der Schlechtes tut, hat eine Hoffnung und der hat Hoffnungen. Er oder sie hofft vielleicht auch auf den Himmel oder auf eine Ewigkeit bei Gott und bei Jesus Christus. Das bezieht sich jetzt hier auf solche, die vorgeben, an Jesus Christus zu glauben, aber Schlechtes tun, also sündigen. Ja, solche, die vorgeben, an Gott zu glauben und an Jesus Christus zu glauben. Aber sie tun Schlechtes. Sie haben auch Hoffnung. Sie haben Hoffnung auf den Himmel. Sie haben Hoffnung darauf, bei Gott zu sein. Sie haben Hoffnung darauf, Gnade von Gott zu haben. Sie haben Hoffnung darauf, dass sie vielleicht ihre verstorbenen Verwandten und Eltern wiedersehen, wenn sie dann sterben. Und dass es dann eine freudige Begegnung im Himmel gibt. Also das sind alles Hoffnungen, die Schlechten haben, ja, solche, die Schlechtes tun. Hier steht übrigens nicht, dass das diejenigen sind, die nicht an Jesus Christus glauben, sondern hier steht diejenigen, die Schlechtes tun. Also das können solche sein, die keinen Glauben haben oder keinen religiösen Glauben haben, und das können auch solche sein, die an Jesus Christus und an Gott glauben, aber die Schlechtes tun. Also die nicht nach den Geboten Gottes, die er uns durch Jesus Christus gegeben hat und die in der Bibel stehen, die guten Gebote Gottes, des Herrn, die nicht danach handeln, solche tun Schlechtes. Auch solche, die lügen übrigens, also zum Beispiel die billige Gnade predigen, die nicht die Wahrheit der Bibel predigen, ja, dass Gott ein liebender Gott ist, aber zugleich auch ein gerechter und strafender Gott. Ja, also viele in der evangelischen Kirche, viele Prediger, Pfarrerinnen und Pfarrer, die verschweigen einfach oder verleugnen sogar, dass Gott auch ein strafender Gott ist, der Sünde straft und der sündige Menschen straft, und dass Gottes Vergeltung eben auch sehr gewaltig ist. Das wird in der evangelischen Kirche eigentlich so gut wie gar nicht, wenn überhaupt, gepredigt. Also das ist auch Schlechtes, zu lügen, ja? Also die Unwahrheit zu sagen, auch die Unwahrheit über Gottes Wort zu sagen und die Unwahrheit über Gott zu sagen, über den Herrn. Ja, das ist auch schlecht. Und hier steht jetzt die Verheißung: Wenn du Schlechtes tust, wird deine Hoffnung grausam enttäuscht. Also die Hoffnung wird von solchen Leuten nicht nur enttäuscht, sondern sie wird grausam enttäuscht. Das heißt, hier können wir auch wieder von der Strafe Gottes lesen, die er über solche bringt, die das Schlechte tun, die Sünde tun und nicht das Rechte tun. Ja, also wir haben zwei Seiten von Gott. Wir haben einmal die Liebe Gottes zu den Rechtschaffenen, zu denen, die gerecht sind, zu denen, die das Rechte tun, die auf seine Gebote hören und die seinem Wort glauben und danach auch handeln und das Gute tun. Und solche haben nur Gutes zu erwarten. Aber diejenigen, die Schlechtes tun, die also Gott nicht wirklich vertrauen, die vielleicht mit dem Munde bekennen, dass sie an Gott glauben oder an Jesus glauben, aber sie glauben seine Worte nicht, also sie tun seine Worte nicht, sie tun nicht die Gebote des Herrn, solche, die da sündigen, die lügen, die über Gott lügen, die über Jesus lügen, die über die Heilige Schrift, die Bibel, das Wort Gottes lügen und die Schlechtes tun, die nicht das Rechte tun,
deren Hoffnung, also sie haben auch Hoffnung, aber diese Hoffnung wird grausam enttäuscht. So, das ist die Andacht für heute. Ich bin Patrick Ananta Sutajo Kalichild. Ich freue mich, dass ihr das Wort Gottes hören möchtet. Und ich wünsche alles Gute im Segen des Herrn. Ich ehre den himmlischen Vater, den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Amen.